Herzlich willkommen zu Spirit. Wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Unter diesem Motto versammelten sich im Jahr 2005 1,1 Millionen Jugendliche zum Weltjugendtag in Köln. Bei der Abendvigil auf dem Marienfeld wurde dieses Motto dann buchstäblich umgesetzt. Papst Benedikt XVI. Kniete sich zusammen mit den Jugendlichen hin und betete in völliger Stille minutenlang Jesus Christus in der Gestalt einer weißen Hostie an. Für viele Jugendliche war diese stille Zeit der eucharistischen Anbetung ein Höhepunkt des ganzen Weltjugendtages. Die eucharistische Anbetung ist in den Augen des Passauer Bischofs Dr. Stefan Oster so bedeutsam, dass er ihr im November einen dreitägigen Kongress widmen wird. Er trägt den lateinischen Namen Adoratio, also Anbetung. Über diesen Kongress und über die Bedeutung der eucharistischen Anbetung möchte ich mich nun mit Bischof Oster und Ingrid Wagner, einer Organisatorin des Kongresses, unterhalten. Herzlich willkommen, Exzellenz. Herzlich willkommen, Ingrid Wagner. Danke, freue mich für die Einladung. Adoratio, dieser Kongress, findet nicht zum ersten Mal statt, aber er findet erstmals in Deutschland statt. Sie laden dazu ein, Herr Bischof. Wie ist es zu dieser Premiere in Deutschland gekommen? Wir beschäftigen uns schon länger mit dem Thema, wie geht heute in dieser Zeit, in dieser herausfordernden Zeit, das Evangelium zu verkünden. Und wir starten manche Initiativen und wir merken, dass eine zentrale Voraussetzung ist, dass Gebet, dass die Initiativen durch Gebet unterstützt und begleitet werden. Also im Grunde ist Gebet der Anfang von allem und die innere Haltung des Gebets muss die Evangelisierung begleiten, sonst bleibt alles nur Gemache und dann wird die Erschöpfung nur umso größer. Frau Wagner, das Bistum Passau veranstaltet den Kongress. Was sollen die Teilnehmer des Kongresses mit nach Hause nehmen? Verschiedene Sachen. Zum einen die Anbetung schon entdeckt haben, die wollen wir hinführen zu einer Vertiefung durch die verschiedenen Vorträge, die es geben wird. Aber dann gibt es sehr viele Workshops, wo es um ganz praktische Hilfen geht für die sagen, in meiner Pfarrei möchte ich irgendwas starten in Richtung Anbetung. Und da bieten wir ganz praktische Workshops eben, zu denen es auch Arbeitshilfen gibt und Ansprechpartner dazu, sodass man, wenn man dann nach Hause kommt, möglichst einfach dort auch starten kann mit der einen oder anderen Anbetung vor Ort für die verschiedensten Initiativen, für die verschiedensten Menschen, die dort leben. Das ist das eine. Und natürlich wollen wir auch Menschen ganz neu in Berührung bringen mit dem Geschenk der eucharistischen Anbetung, damit sie diesen Schatz unseres Glaubens entdecken können. Herr Bischof, Passau ist die Hauptstadt des Bistums, aber Ihre Einladung zum Kongress ergeht nach Altötting. Inwiefern ist denn Altötting der richtige Ort als Veranstaltungsort des Kongresses Adoratio? Altötting ist der größte Wallfahrtsort in Deutschland. Altötting ist auch ein Ort, wo schon ununterbrochen Anbetung ist. Es gibt einen bereiteten Boden gewissermaßen. Der Ort ist bekannt und er hat auch logistisch die Möglichkeiten, einen größeren Kongress zu tragen. Wenn ein Freund seiner angebeteten Blumen zum Beispiel am Valentinstag schenkt, dann versteht jeder diese Geste. Aber wenn gesagt wird, Christen beten ihren Herrn an, dann weiß nicht jeder sofort, was damit gemeint ist. Was heißt denn das eigentlich, Gott anbeten? Heißt zunächst mal wahrzunehmen, wer Gott ist und wer ich selbst bin. Also Gott ist der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde und ihm gegenüber bin ich ein Geschöpf, das völlig von ihm und seinem Wohlwollen, seiner Liebe abhängt. Das heißt, in dieses Verhältnis zu finden, bedeutet auch ins rechte Menschsein zu finden, wenn ich mich auf die Mitte hin orientiere, die mir mein Leben geschenkt hat und es am Leben erhält. Und dann auch noch entdecke, dass das ein Du ist, das aller Ehrfurcht wert ist, aber auch aller Liebe wert ist, dann komme ich eigentlich erst in mein Menschsein, in einem sehr tiefen Sinn. Also nie ist der Mensch größer als dort, wo er vor Gott kniet, haben berühmtere Leute als ich gesagt. Frau Wagner, Bischof Oster wird den Eröffnungsvortrag halten. Welche weiteren Referenten konnten Sie denn für den Kongress gewinnen?
Freitagabend ist der Vortrag von Bischof Stefan Oster zum Thema die Theologie eigentlich, der Eucharistie, die theologische Grundlegung, warum überhaupt beten wir an. Am nächsten Morgen dann kommt Pater Hans Buob, Palatinerpater, der Leiter des Exerzitienhauses in Hochaltingen, ein großer Lehrer des Gebetes und des geistlichen Lebens. Und er wird sprechen, wie geht überhaupt Anbetung, was mache ich denn dort eine halbe Stunde, eine Stunde oder auch länger. Dann am Nachmittag ist Pfarrer, jetzt Dekan Bernhard Hesse, er kommt aus Kempten. Er ist ein großer Förderer der eucharistischen Anbetung. Er hat in seiner Pfarrei zuvor die Rund-um-die-Uhr-Anbetung eingeführt, 24-7, und jetzt auch in Kempten. Er steht auch zur Verfügung, wenn irgendwo jemand was starten möchte in diesem Bereich. Er hat auch sonst viel Erfahrung mit Evangelisierung. Und sein Thema ist von der Anbetung zur Evangelisierung. Und dann am Sonntag haben wir den französischen Priester Florian Racine, der schon seit vielen Jahren Adoratio zu Hause bei sich in Südfrankreich durchführt, der Initiator auch war von dem ersten Adoratio in Rom. Und der wird uns über die Früchte der Anbetung was erzählen. Bischof Oster, nochmal zurück zur Theologie der Anbetung. In der Anbetung schaut der Mensch auf zu seinem Schöpfer. Der Mensch erkennt Gott an als der, der alles ist, und er bekennt, dass er selber aus sich heraus nichts ist und nichts vermag. Kommt das nicht einer Erniedrigung des Menschen gleich? Warum baut dann eigentlich die Anbetung den Menschen auf? Weil wir als Christen auch schon aus dem jüdischen Gottesbild eine Erfahrung haben machen dürfen, dass die Gegenwart Gottes, wenn wir sie an uns heranlassen, wenn wir uns ihm liebend, anbetend, vertrauensvoll öffnen, dass sie uns fördert, mehr zu dem macht, was wir selber sind, und nicht weniger macht. Also es sind nicht zwei Freiheiten in Konkurrenz zueinander, sondern Gottes Freiheit befördert unsere eigene Freiheit. Ein Bild dafür ist Mose auf dem Sinai, begegnet Gott und kommt zu seinem Volk zurück und strahlt selber die Gegenwart Gottes aus. Also das ist so die christlich-jüdische Gotteserfahrung. In der Nähe Gottes wird der Mensch freier, tiefer, liebesfähiger, größer. Jeden Morgen und jeden Abend verbringen Sie Zeit vor dem eucharistischen Herrn, vor dem ausgesetzten Allerheiligsten. Was würde Ihnen fehlen, wenn Sie sich diese Zeit am Morgen und am Abend nicht nehmen würden? Ich spüre das, wo das aus unterschiedlichen Gründen, wenn ich auf Reisen bin oder auf Tagungen oder so, wenn das nicht so gut gelingt, dann spüre ich, dass ich gewissermaßen innerlich weniger gegründet bin und merke dann auch, also ich habe gelernt zu sprechen, zu verkündigen, und ich merke selber, dass die Worte, die ich sage, weniger gefüllt sind, weniger, also mehr Substanz haben, wenn ich aus der Anbetung komme. Und ansonsten habe ich manchmal das Gefühl, beim Paulus gibt es das Bild, dass ohne die Liebe wären meine Worte irgendwie tönernes Blech oder so ähnlich heißt da. Und lärmende Pauke. Lärmende Pauke, genau. Und dröhnendes Erz und sowas. Also eher ein Geschepper, so in der Selbstwahrnehmung, als substanziell. Also die Nähe zum Herrn hält mich gewissermaßen auch in der eigenen Tiefe und hoffentlich auch in der Erfahrung, dass es mir dabei nicht um mich geht, weil eine der großen Versuchungen für Menschen, die in der Verkündigung sind und vielleicht auch medial unterwegs sind wie hier, ist immer die große Frage, geht's dir um dich selber oder geht's dir wirklich um den, den du verkündest? Also willst du selber verehrt werden oder willst du, dass der durch dich gesehen und verehrt wird, von dem du sprichst? Ne? Und es ist überhaupt nicht einfach, da gewissermaßen in diese innere Lösung von sich selbst hineinzufinden. Und ich weiß auch gar nicht, ob es mir gelingt, weil ich brauche immer Gebet davor, damit ich mich nicht um mich selber kreise. Da muss man wahrscheinlich jeden Tag neu anfangen und ja, neu ringen. Genau. Frau Wagner, nachdem nun geklärt ist, was Anbetung ist, wollen wir jetzt noch die Frage klären, wie funktioniert Anbetung? Der Adoratio Kongress möchte ja verschiedene Formen der Anbetung vorstellen. Die klassische Form der Anbetung ist die stille Anbetung. Worin liegt die Besonderheit dieser Form? Vielleicht schon ein bisschen eine fortgeschrittene Form, längere Zeiten der Stille sozusagen auszuhalten. Und doch, glaube ich, gibt es eine große Kraft in der Stille, so ganz grundsätzlich. Aber erst recht, wenn die Stille vom Herrn ist, vom eucharistischen Herrn, dann, glaube ich, kann tatsächlich eine Begegnung von Herz zu Herz, wie Johannes Paul II. Das mal formuliert hat, stattfinden. Und ich glaube, das ist ein Riesenschatz, wenn man da langsam hineinkommt.
Zu Beginn, so kennen wir es von Night Fever und anderen Sachen, ist es oft der Hilfe, wenn es Gestaltung gibt, schöne Musik dazu und normaler freies Gebet dazwischen, eine Psalmstelle aus der Schrift. Aber so nach und nach, wenn man weitergeht und dran bleibt, dann liebt man es immer mehr, so wenigstens geht es mir so, einfach in der Stille da zu sein vor dem Herrn. Bischof Oster, Frau Wagner spricht schon von der gestalteten Anbetung, zum Beispiel mit Musik. Inwiefern kann denn Musik die Anbetung befördern? Wir tun uns, wie die Frau Wagner das angedeutet hat, manchmal schwer, die Stille auszuhalten. Und Musik, die geeignet ist, die Anbetung zu begleiten, zu unterstützen, ist auch geeignet, oft in eine eigene Phase des Ruhigseins, des Beruhigtseins hineinzufinden. Das ist vielleicht ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist, durch Musik werden auch Emotionen berührt, tiefere Schichten meines Seins berührt. Auch das kann ich vor Gott bringen. Und am schönsten ist es eigentlich, wenn der musiziert, die Person, die da mitwirkt bei der Anbetung, selber betet. Also wenn die Musik selbst Gebet ist und nicht nur, ich spiele jetzt ein Lied und dann spiele ich noch ein Lied und dann spiele ich noch ein Lied, sondern wenn das wirklich selbst Anbetung ist und gewissermaßen die Mitbeterinnen und Beter einlädt, einzuschwingen in das betend und singend vor dem Herrn sein. Ich meine, die Schrift zeigt uns, wenn der mal das Tor zum Himmel oder der Vorhang zum Himmel aufgeht, so in manchen Büchern der Schrift, dass da fortwährender Lobpreis ist, ne? So wie die in der großen Jesaja-Vision, die Engel singen heilig, heilig, heilig. Wir singen das in der Liturgie auch, ne? Das heißt, Gott wird durch Lobpreis, durch Musik, durch Gesang angebetet. Und insofern ist das schon auch etwas, was der Stille überhaupt nicht widerspricht, sondern gewissermaßen auch Stille abholt, vertieft, ergänzt und zurückführt ins Schweigen auch. Frau Wagner, es gibt unglaublich, ja unzählig viele Lieder zur Anbetung. Welches Lied mögen Sie denn besonders? Puh, es gibt tatsächlich sehr viele. Es kommen immer mehr, auch englischsprachige Lieder. Also was mir sehr gefällt, ist im Gotteslob auch steht von Thomas von Aquin, Gott hat dich verborgen, betend nahe ich dir, das klassische Lied zur Anbetung. Aber was wir, wenn man ein bisschen ins neuere Lied gut schaut, was ich sehr gerne mag, das wird selten gesungen von der Gemeinschaft Emanuel. Ich liebe dich, Herr, mein höchstes Gut, ich möchte immer ganz nah bei dir sein. Zu jeder Zeit bist du bei mir, du lässt mich niemals alleine zurück. Ich,